Unser himmlischer Vater, danke dir dafür, dass wir auch heute dein Wort hören können, dass wir uns auch hier so zahlreich versammeln können. Und wir bitten dich auch darum, dass du auch diese Predigtstunde auch segnest, dass du auch, Herr, dort auch Petro auch segnest, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst, dass auch er das redet, was auch du zu uns sagen möchtest, dass der Heilige Geist auch durch ihn wirkt. Lass ihn auch daher wirksam sein und benutze du ihn auch als dein Werkzeug. Herr, aber auch die, die wir hier zuhören und auch sitzen, Herr, auch die, die wir über das Internet zusehen, so hilf auch, dass auch da die Technik funktioniert, dass auch daher alles gut übertragen werden kann. Dass auch wir, Herr, die wir auch hier in den Reihen sitzen, nicht abgelenkt werden, Herr, von unwichtigen Sachen, dass wir auch auf dein Wort auch hören können. Lass dies doch alles zu einem Segen sein, dass wir auch, Herr, wieder, Herr, mit einem noch volleren Herzen aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass wir noch etwas mehr auch lernen und über dich und dich auch noch ein Stückchen mehr kennenlernen. Dir Dank sei dir für alles. In Jesu Namen bitten wir dich und danken der Herr. Amen. Und womit werden wir uns heute beschäftigen? Mit Wundern. Selbstverständlich, also ja, wenn wir so einen Sonnenschein erleben und Vogelkonzert Ende Januar, ja, dann nur mit Wunden beschäftigen wir uns. Ich dachte mir zuerst, dass ich nur Wunder hier aufschreiben soll und dann dachte ich, nee, also ja, das ist nicht ausreichend. Ja, dann geht es nicht nur um Wunder, sondern um Wunder Jesu, die er getan hat für uns. Aber heute bekommen wir das Ganze in einem anderen Licht. Ja, so gesagt, mit anderem Winkel zu sehen und wir erleben es später, worum geht es auch, ja, in der Predigt. Wir lesen heute im Johannesevangelium. Ihr habt schon gesehen, dass wir mindestens zweimal im Johannesevangelium schon gelesen haben und ich habe euch auch erzählt, ja, das Buch ist interessant und dann müssen wir auch mehr erfahren. Schon bekanntes dritte Kapitel. Ja, dann geht in diesem Kapitel um das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Dann lasst uns auch lesen, worum geht's. Und am besten, wenn wir das Ganze lesen, nicht Kapitel, sondern die Geschichte. Was erzählt wird hier, Vers 1 bis 21. Ja, und dann behalten wir das Ganze im Blick. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäen namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an.
Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ich bin mir sicher, dass Gott wirkt und tut seine Wunder in unserem Leben immer noch. Wir sind solche Wesen, die das brauchen. Ehrlich gesagt, egal was passiert, wir warten darauf, dass ein Wunder auch kommt. Etwas Böses kommt und wir erwarten, dass Gott das wegnimmt, wegschafft, und es passiert etwas Besonderes, ja, das als Wunder bezeichnet werden könnte. Aber meistens können wir alles Außerordentliche und Übernatürliche mit anderen Gründen deuten. Das ist etwas auch Besonderes an uns menschlichen Wesen. Wenn man zu oft zum Beispiel beim Reden von Gott und seiner Hilfe und Wunder spricht, halten so einen Menschen für religiösen Fanatiker. Und was sonst? Ja, sonst ist er skeptisch oder normal. So oft darüber zu sprechen, nein, das ist nicht normal. Es gab und gibt noch verschiedene Dinge, die als Wunder gezeichnet werden können. Zum Beispiel die 7 antiken Weltwunder waren bereits in der Antike eine Auflistung besonderer Bauwerke oder Standbilder, wie auch hier zu sehen ist. Ich habe das nicht einzeln genommen, damit wir auch mit diesen Bildern nicht zu viel Zeit verbringen jetzt. Ja? Wir brauchen tatsächlich nicht. Aber ihr seht schon, dass es Malstücke sind. Ja? Das ist keine echte Fotos, bis auf eins da oben, wo die Pyramiden noch zu sehen sind. Ja? Also die alle sind sehr interessant und sehr wahrscheinlich noch von der Schule, vom Schulprogramm habt ihr etwas mitgekriegt, mitgenommen, und heute wisst ihr, ja, worum geht es hier tatsächlich. Die hängenden Gärten der Semiramis zu Babylon, ja, da ganz oben rechts. Soll ich zweimal klicken? Nee? Na gut, egal. Nee, das schon was anderes. Dann der Koloss von Rhodos,
Ja. Dann das Grab des Königs Mausolus des Zweiten zu Halikarnassos. Ja, dann unten sehen wir auch der Leuchtturm auf der Insel Pharos vor Alexandria. Die Pyramiden haben wir schon gesagt. Der Tempel der Artemis in Ephesus. Ja, das ist ja das zweite Bild links unter den Pyramiden. Und der Tempel und der Zeus-Statue, ja, dann rechts, ja, von dem Tempel, ja, des Phidias von Olympia. Sehr interessant, also, ja, wir haben heute nichts zu sehen, tatsächlich, an den Orten, wo das war. Die Fantasie ist aber schon groß, ja, wie das aussehen konnte. Aber derzeit, heutzutage, heute gibt es noch mehr architektonische Weltwunder der Moderne. Und immer wieder ein neues, irgendwelches achtes Weltwunder, um in den Medien auf Dinge aufmerksam zu machen. Und diese Wunder, die sollen uns über etwas informieren. Und zwar über die menschlichen Fähigkeiten, Grandioses zu tun. Wenn wir die Bibel durchblättern, von der Schöpfungswoche und ihrer Wunder der Natur und des Universums bis zum Ende der modernen Geschichte mit der neuen Schöpfung, können wir feststellen, der größte Wundertäter alle Zeiten ist Gott. Und dazwischen, zwischen alter und neuer Welt, befinden sich Menschen als Krone der Schöpfung. Aber war alles schief gelaufen? Mechanisch, also ja, kann ich das sagen. Mechanisch ist es noch einigermaßen gut. Also Hände, Beine, ja, unterschiedliche Organe. Mit dem Alter aber wird es schlimmer. Aber eines wissen wir bestimmt. Bestimmt, der Körper ist nicht alles. Der Körper ist nicht alles, was ein Mensch ist. Der Mensch ist doch mehr. Ich erinnere mich daran, als meine Mama mich angeboten hat, mit ihr eine Frau zu besuchen. Das war eine sehr, sehr alte Dame. Das ist ein richtiges Wort, um das zu bezeichnen, wo wir waren. Ja. Die Frau war schon 97. So meine Erinnerungen, also ja, wirklich. Sie stammte aus einer alten Fürstenfamilie. Sie war kinderlos, zum damaligen Punkt, ja. Hatte keine Kinder. Sie war arm. Teilweise auch pflegebedürftig. Ja. Aber sie wollte viel über Gott hören. Und in ihrem Glauben war sie wie ein Kind. Und sie wollte unbedingt biblisch getauft werden. Meines Wissens hat die Adventgemeinde in meiner Heimatstadt ihr das ermöglicht. Ihr Körper war schwach, aber sie hatte gesunden und scharfen Verstand. Sie konnte sogar lange Geschichten auswendig vortragen. Das ist unglaublich. War so nett und gutherzig, dass die Besucher weg nicht wollten. So angenehm war bei ihr zu Hause. Das war eine echte Therapiestunde für alle, die ihr besucht haben. Sie hat nur eines bedauert, dass sie im Laufe des Lebens Gott verloren hat. Und sie war unheimlich froh.
nur darum, dass sie Gott wiedergefunden hat. So einfach. Und dies war wunderschön. So der Mensch. Ein Wunder Jesu im Leben dieser alten Frau. Ich habe mehrmals, wirklich sehr wahrscheinlich, also ja mehrmals, nicht zwei, dreimal, mehrmals, solche spezifischen Atheisten begegnet, die von mir entweder ein Wunder oder sogar Gott zu zeigen gefordert haben. Zeige uns Gott, dann glauben wir. Tu ein Wunder, ja, dann glauben wir. Da können wir auch Christen werden. Komisches Anliegen. Daraus folgert, so rein logisch, dass nicht nur Gläubige ihren Glauben brauchen, um an Gott zu glauben, sondern auch die Ungläubigen, um an Gott nicht zu glauben. Der Appetit nach Wunder hat sich mit der Zeit auch weiterentwickelt. Selbst Nikodemus hat gezeigt das. Merkt er das nicht? Wir haben das schon gelesen. Nikodemus hat gezeigt, dass das Wunder war der wichtige Punkt. Entscheidungswichtig. Moderne Kunst und Literatur, Kinoindustrie, Musik, heute sollen Elemente des Übernatürlichen in sich enthalten, um attraktiv zu bleiben überhaupt. Schaut euch das genauso unter der Lupe an und ihr merkt das. Überall muss. Das ist eine Muss-Sache heute. Allegorisch verwandelt sich auch der moderne Mensch in ein Monster. Monster aus einem Märchen. Ich glaube, das war in einem Märchen Aladdins Wunderlampe, das ab und zu ein Fabelwesen fressen brauchte. Er brauchte das wirklich. Auch muss Sache für ihn. Er brauchte das, um am Leben zu bleiben. So manchmal passiert auch mit den Gläubigen. Um fest im Glauben zu bleiben, brauchen wir etwas Besonderes, sogar Übernatürliches. Und so war zu allen Zeiten. Wir haben gelesen, als der Pharisäer Nikodemus zu Jesus kam und sagte, dass er das Wissen hat. Er sagte, wir wissen das, du und so weiter. Dass er da kann etwas Ungewöhnliches, ja, nicht nur bemerken, sondern deuten wirklich, was bedeutet das? Und dass nur Gott solche Macht und Kraft geben kann, die Jesus hat. Na klar, was noch mehr? Aber ich wollte fragen, worauf hat er sein Wissen aufgebaut? Warum hat er sich dem Jesus anvertraut? Weil er so viele Wunder sah. Ganz einfach. Er sagt das auch offen. Weil du diese alle Wunder getan hast. Genauso wie auch viele andere Menschen in Jerusalem am Passafest. Darüber liest man im zweiten Kapitel. Deswegen immer wieder empfehle ich euch als Lektüre zu Hause, bitte, heute Nachmittag, lest bitte ein paar Kapitel mehr. In der Mitte bleibt das dritte, aber noch nimmt das zweite und vierte dazu. Und dann sieht ihr das Ganze im Kontext und versteht, worum geht es tatsächlich. Welche Wunder hat Nikodemus gesehen? Ja, wieso gibt Jesus keine Antwort auf die gestellte Frage?
Warum geht es genau darum, weiter im dritten Kapitel und sogar im vierten? Jesus versucht, seine Aufmerksamkeit von Nikodemus auf andere Dinge zu lenken, und er widerspricht ihm. Vers 10 bis 12, ja, lesen wir: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Meines, also, ja, Wissens ist das eine rhetorische Frage. Es ist eher ein Vorwurf oder Ironie sogar. Verständnis hast du nicht, heißt das. Du verstehst das nicht. Ja? Himmlische Zeichen kannst du nicht deuten. Und überhaupt bist du ein Ungläubiger. Wow. Ja. So eingebildet am Anfang und dann plötzlich. Das ist wirklich tragisch. Was Johannes uns hier beschreibt, weil im zweiten Kapitel, letzte drei Verse, sagt Jesus, dass viele glaubten, oder Johannes sagt, also ja, über Jesus, viele glaubten an ihn, aber, also ach, hier Zitat, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Aber er wusste, was in Menschen war. Er wusste, was im Menschen war. Das heißt generell im Menschen, im Menschen. In ihm als Wesen. Sie glaubten, weil sie das gesehen haben. Aber er allein wusste, was in Wirklichkeit war. Und schon einige Stunden später erläutert er an einem Beispiel, was tatsächlich im Menschen ist. Und zwar, ja, Mensch ist sehr eingebildet, unglaublich, hat beschränktes Wissen und einen begrenzten Horizont. Punkt. Und weiter beim Sprechen mit Nikodemus, also ja immer noch in diesem Dialog, erklärt Jesus, dass die Glaubensfrage zentrale Frage ist, das Wissen und Verständnis. Die spielen entscheidende Rolle und wie eine Brücke führen weiter zum Glauben. Deswegen, also ja, lesen wir auch weiter im dritten und auch im vierten Kapitel darüber, was passiert auch mit den Menschen weiter oder muss passieren. Und es geht schon nicht um die Gesundheit oder nicht mehr, sondern ums ewige Leben. Es ist echt tragisch, dass wir auf dieser Erde, in unserem Leben, auf viele Sachen verzichten müssen. Und zwar ganz bewusst. Ganz bewusst, weil Gott uns sich öffnet und erklärt, warum. Warum das alles hier so ist. Aber nur bis auf das ewige Leben. Nur bis auf das ewige Leben. Weil das Einzige ist. Es gibt irdische und himmlische Dinge. Aber nur ein einziges Leben. Nur ein einziges Leben, sagt Christus. Und darum ist diese Glaubensfrage eine entscheidende, lebenswichtige Frage. Bedeutet das auch de facto, überlegt euch wirklich gut. Ihr sollt jetzt gerade keine Antwort geben, ja, aber überlegt euch wirklich gut. Bedeutet das de facto, je weiter Menschen von Gott sind, desto mehr Wunder passieren in ihrem Leben?
Versteht ihr, ja, was ich meine? Je weiter sind die Menschen, desto mehr Wunder brauchen sie von Gott. Brauchen, um überhaupt zu ihm zu kommen. Ja, so Erklärung der Frage. Oder je mehr Wunder Menschen sehen, desto gläubiger werden die. Sehen mehr, dann werden wir fester in unserem Glauben. Ich will noch eine Geschichte erzählen von einer starken Frau. Dafür das Bild hier. Das ist seine Fürstin, die Fürstin Pauline zu Lippe. Pauline von Lippe-Detmold, so hieß diese Frau. Für diejenigen, die Pädagogik studiert haben, ja, das ist schon sehr bekannt. Manche sagen nicht, und das ist echt schade, dass heute darüber auch in der Pädagogik nicht gesprochen wird, weil die Frau ist für manche gute Sachen auch verantwortlich. Ja. Und hat also den Anfang gelegt, zum Beispiel für Kindergarten, für Frauenausbildung als Erzieherin. Sie war der Anfang, die alle Sachen, hier in Deutschland. Na gut, schrittweise. 1769, ja, wurde sie geboren in Ballenstedt und gilt heute als Musterbeispiel für jene Regenten von kleinen Herrschaftsgebieten, in die das alte Deutsche Reich zerfallen war. Das war tatsächlich schon Ende des 18. Jahrhunderts, ja, und dann der Anfang des 19. Ja? Also damit wir verstehen, wo befinden wir uns. Pauline führte ihr kleines Fürstentum so mustergültig, dass die Bewohner, ja, überlegt euch also, Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, und dann Vorsicht, also ja, dass die Bewohner bis zu den Weltkriegen in guten bürgerlichen Wohlstand leben konnten. Ihr Vater, Fürst von Anhalt-Bernburg, erzog sie auf gleiche Weise wie ihren Bruder. Also sie erhielt Unterricht in Staatswissenschaften und gebrachte den ganzen Tag am Schreibtisch. Später heiratete sie den Fürsten Leopold zu Lippe, der aber schon im Jahre 1802 starb. Von da an musste Pauline die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn übernehmen. Schon bald bemerkte sie das Elend und die große Armut, die im Lande herrschen. Sie las Bücher über moderne Sozialfürsorge und erkannte, dass die Armen vor allem Arbeit brauchten. Sie errichtete Berufsschulen für Kinder. Ganz neu, gab es bis jetzt nicht. Dort erlernten sie ein kleines Handwerk und erhielten dafür ein bisschen Geld. Woher kam das Geld? Aus der Tasche. Dieser Lohn half den Kindern später beim Aufbau einer eigenen Existenz. Pauline ließ Listen von Armen und Kranken anfertigen und wer ganz hilfebedürftig war, wurde kostenlos in Krankenstuben versorgt. Zur Betreuung von Wahnsinnigen und Gemütskranken ließ sie ein Schloss umbauen und Kurstelle einrichten, in denen die Kranken Käse und Butter herstellen konnten. Nach der Gründung des ersten deutschen Kindergartens in Detmold 1802 veranstaltete sie ein Seminar für Frauen um Erzieherinnen für weitere Kindergärten auszubilden. Pauline legte Vorratslager mit Getreide, war
mit Getreide an, also ja, wie auch Josef in Ägypten. Was auch für Zeiten der Hungersnot dringend notwendig war. Sie sorgte für neue Straßenkarten und sogar verkürzte die Wehrpflicht für junge Männer auf 5 Jahren. Was bisher unterschiedlich war, bis 25 Jahre, überlegt euch. Ja, von 20 bis 25 Jahre, Wehrpflicht. Sie verkürzte das auf 5 Jahre. Ein Traum damals. In vielen Dingen, zum Beispiel in der Fürsorge für Geisteskranke, war Paulina ihrer Zeit so weit voraus, dass sie auf Unverständnis bei Teilen der Bevölkerung und der eigenen Familie stieß. Wie ich gesagt habe, das alles wurde von einem einzigen Investor finanziert. Aus der Tasche von der Pauline. Sie starb im Jahr 1820. Völlig verarmt in Detmold. Völlig verarmt in Detmold. Aber sie hat ihrem Volk ihren innerigen christlichen Glauben und wundervolle Taten und besseres Leben verschenkt. Alles, was sie getan hat und wie sie regiert hat, wurde auf ihrem Glauben und auf ihrer Liebe zu Menschen gegründet. Ihr Wunsch war ganz einfach und klar, nur in einem kurzen Satz zusammengefasst, dass die Menschen nicht sterben, sondern leben können. Ganz einfach. Unglaublich. Bei der hastigen Beerdigung folgten nur wenige ihrem Sarg, nicht einmal ihre eigenen Kinder. Na, selbstverständlich. Sie haben fast alles verloren, weil Mama so sich ja, für andere Menschen, für das Volk engagiert. Paulines wohltätige Einrichtungen gibt es bis heute und im Volk ist sie dafür unvergessen. Johannes berichtet im Kapitel 12, Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Es sieht paradoxal aus. Was Jesus getan hat, daran sie glaubten. Also ja, das ist ihre Realität, das passiert. Was passiert? So, ja, das kannst du nicht ablehnen. Ja, die Sache ist da. Ja, was passiert ist, ist passiert. Sie glaubten, dass Gott mit ihm war, zur Zeit des Wunders. Aber was er gesagt und gelehrt hat und wer er war, darüber sie streiten und glaubten nicht an ihn. Und daraus folgen auch die Konsequenzen. Glaubten sie nicht an ihn? Wie hoch ist der Preis des Unglaubens? Jesus erklärt dem Nikodemus, dass es ihm so teuer kosten könnte, das einzige Leben. Menschen sagen, dass Katzen 7 Leben haben. Oder hätten. Also hätten. Ja, so ist die Aussage. Vermutung. Aber wir sind noch keine Katzen oder Kater. Ja? Wir haben das nicht. Und desto wertvoller sind wir für Gott. Für uns ist Gott vom Himmel herabgestiegen. Für uns hat Wunder getan, für uns seine Lehre erklärt, für uns keine Opfer gescheuert, für uns sein Leben abgegeben. Alles, was er getan hat, wurde auf seine Liebe zu Menschen gegründet. Wenn man das Kapitel liest, versteht man allmählich, dass Jesus tatsächlich nicht ironisiert, sondern sich grämt, er ist betrübt. Es gibt hier Wunder in großer Menge.
Es gibt eine Menge Menschen auch, die begeistert und sogar exaltiert sind, wie wir das sehen auch, ja. Aber Jesus ist unzufrieden und verstimmt. Er schaut immer tiefer, immer tiefer. Er ist auf keinen Fall oberflächlich und niemals so. Er schaut immer tiefer. Wenn wir auch weiterlesen, lesen im, ja, im Evangelium, in diesem von Johannes, finden wir, Jesus ist über diesen menschlichen Wunsch betrübt und wieder vorwärts seinen Zuhörern. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und noch weiter schon, fast am Ende des Buchs. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube bringt uns näher zu Gott. Der Glaube löst solche Veränderungen aus, die Jesus erwartet. Er selbst hat nach Wunder heiß verlangt. Solche Wunder, so mehr größere Wunder erwartet hat, die lebenswichtig sind, die zwischen Tod und Leben stehen. Und zwar, dass der Mensch Gott so sucht, wie eine Blume Licht und Wärme. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt. So geht ein Mensch zum Licht Gottes. Das ist das Wunder. Wenn ein Ungläubiger gläubig wird. Und dafür sind alle Wunder auch in diesem Buch, dass die auch zum Glauben weiterführen. Und wenn das nicht geboren wird, dann ist auch das Ganze umsonst. Wenn ein Ungläubiger gläubig wird, wenn ein Mensch ständig bereit ist, von sich aus das Beste zu tun, wie Gott ihn durch die Bibel lehrt, wenn die guten Charaktereigenschaften mit der Zeit nicht erlöschen, sondern stärker und ausdrucksvoller werden. Diese sind echte Wunder Jesu. Und ich wünsche euch immer wieder solche Wunder zu sehen, sich zu merken, auch in eigenem Leben selbst zu erleben. Der Fürst der Finsternis versucht uns immer zurückzuhalten und in die Nacht zu ziehen. Aber vergesst das nicht, was wir schon gelesen haben. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Kommt zum Licht. Und so ist auch mein Gebet heute für mich, für euch, für jeden, der auch schwach geworden ist, der auf der Suche nach Gott und Wahrheit ist. Herr, greif ein und hilf uns täglich, zu deinem Licht zu kommen. Amen. Unser himmlischer Vater, ja, ich danke dir so sehr dafür, dass wir heute immer noch deine Wunder erleben dürfen. Wir danken dir dafür, dass du für uns herabgestiegen bist, für uns gestorben, alles für uns im Leben hier getan, für uns gestorben und dann wieder auferstanden, damit wir jederzeit zu dir jetzt kommen können. Lieber Herr, ich bitte jetzt um jeden, der schwach geworden ist in seinem Glauben. Ich bitte jetzt auch für jeden, der dich braucht in seinem Leben. Etwas Besonderes und nicht, dass wir das nur für unsere Emotionen es brauchen, nur weil es lebenswichtig ist. Wer das braucht, zeige dich und komm zu ihm.
Lieber Herr, wir haben heute auch im Psalm gelesen, du kennst uns durch und durch. Das heißt, wir brauchen auch nicht viel dir zu erzählen, wer wir sind und was wir brauchen von dir und für dieses Leben. Und du weißt ganz genau, wie schwach wir sind. Wir bitten jetzt und kommen in diesem Gebet und bringen auf unseren Händen auch unseren lieben Dennis. Lieber Heiland, du weißt alles. Du weißt, wie kompliziert es ist. Du kennst auch die Menschen, die Ärzte. Du weißt, wie schwer das ist für die Eltern. Aber wir kommen zu dir voller Vertrauen und verlassen uns auf dein Wort und beten, dass du dich für die Familie einsetzt. Greif ein und hilf ihm. Hilfe. In Jesu Namen. Amen. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen.